ICT Scout Campus Förderverein. Bei mir ist der Rolf Schaub. Rolf, sag mal, was steckt da dahinter? Was ist das für ein Förderverein? Das ist ein Förderverein, der eigentlich versucht, die richtigen Kinder mit dem richtigen Führli für die Informatik zu finden und ihnen dann eigentlich den Weg zu zeigen, wie man hier beruflich auch in Zukunft vorwärts kommt. Sei das über eine Berufslehre oder sei das über ein Studium generell im Bereich MINT-Prüf- und MINT-Studiengänge. Das ist nicht ein neues Projekt, aber zurzeit müsst ihr euch weiterentwickeln. Was sind jetzt hier die Schritte? Wie sind ihr auf die momentane Situation eingegangen? Die Türen ist zu. Ja, im Moment ist bei uns Stillstand quasi im richtigen Campusleben. Ich habe aber, oder wir haben 40 Mitarbeiter und davon sind gut 30 solche, die eigentlich nur im Stundenlohn angestellt sind. Das heisst, die verdienen im Moment keine Rappen. Auf der anderen Seite sind das aber sehr grosse Kenner von der Materie, sind IT-Spezialisten. Und auf der anderen Seite haben wir die Schulen, die jetzt müssen von einem Tag auf den anderen quasi Online-Unterricht machen und warum hier nicht das eine mit dem anderen zusammenbringen. Wir haben Fachkräfte, die Lehrpersonen könnten von denen profitieren. Und darum haben wir das jetzt den Kantonen angeboten, dass wir einen sehr niederschwelligen IT-Support, wir nennen es den Corona-IT-Support, für Lehrpersonen anbieten. Was beinhaltet denn so ein Support? Für jemanden, der jetzt nicht in dem sich bewegt, muss man sich da vorstellen, Tabellen, die erstellt werden, oder Briefungen oder Korrekturprogramme. Hast du mal ein Beispiel? Es kann alles Mögliche sein. Wir kennen das alle. Computer laufen meistens nicht. Und wenn dann, dann haben wir Glück gehabt. Oder? Und die Probleme sind meistens ganz kleine, aber die Hürden sind riesig gross. Also das kann sein, dass man ein Programm muss installieren muss, wo man zwar eine Anleitung hat, aber es irgendwie nicht nach dieser Anleitung funktioniert. Und da kann so ein Spezialist helfen. Oder man hat ein Problem im Zusammenhang mit der Internetverbindung, dass die nicht wirklich sauber läuft. Oder man will eine Videokonferenz machen, aber die Kamera geht nicht. Wie bringe ich die wieder zum Laufen? Also ganz vielfältige Themen. Kann sich jetzt jedermann, jede Frau bei euch melden? Also das ist eigentlich nur gedacht für Lehrpersonen. Mhm. Weil wir gesehen haben, dort ist sicher ein grosser Bedarf. Und wir haben den Zugang eigentlich auch zu den Schulbildungsämtern in den verschiedenen Kantonen. Und darum haben wir da direkt die Droht eigentlich genutzt und gesagt, hey, können wir das brauchen? Wäre das etwas? Es wäre eine Win-Win-Situation für uns, für meine Scouts, die sonst keine Rappen verdienen. Und es ist eine Win-Situation für die Lehrpersonen, die schnell, also innerhalb von 2 Stunden, zu einer Lösung kommen von ihrem Problem. Du hast Zusammenarbeit mit dem Kanton angesprochen. Wie läuft denn das jetzt ab? Wer finanziert was? Weil es ist ja schon ein bestehender Förderverein, da jetzt ein neues Projekt aufgeleistet. Also das Projekt ist ja nur temporär jetzt. Wie lange wissen wir ja noch nicht. Aber finanziert ist es so, dass wir eigentlich einen Vertrag mit der jeweiligen Erziehungsdirektion vom Kanton haben. Also Basel-Land, Basel-Stadt, Kanton Bern. Und für die Lehrperson ist das somit kostenlos in Anführungszeichen, weil die Kosten werden übernommen von den jeweiligen Kantonen. Und wer genau kann sich melden? Alle Lehrpersonen grundsätzlich. Es ist hauptsächlich jetzt für Primarlehrpersonen gedacht. Das ist eigentlich mal so der Ansatz. Wir werden natürlich auch einen Ratschlag geben, wenn es eine andere Lehrperson ist oder versuchen zu helfen. Was wir nicht machen oder nicht grundsätzlich nicht machen, sind didaktische und methodische Fragen. Für das sind die Erziehungsdirektionen hier, das Amt von Volksschulen. Wir kümmern uns um Technik.